Mann, oh! Aber danke für den Hinweis. Doch steht ein Kirchenweg. Oder? Ist das schon der Weg? Nee, ist noch nicht der Weg. Okay. Wir haben noch eine Reise vor uns nach Ledetschko immer noch. Aber stimmt, das Thema hatten wir schon mal, aber ich vergesse das immer wieder, ne? Ich vergesse das immer wieder. So. Hier gibt's keinen Rüstungsschmied, ne? Oder normaler Schmied? Nö. Ich muss dringend mal meine Rüstung langsam reparieren lassen, ey. Obwohl, so dringend ist es gar nicht, wie mir einfällt, ne? Schneider wohl eher. Rüstung geht noch, aber Schneider. Und hier ist doch, ich glaube, hier war irgendwo, da, hier ist ein Schneider. Passt ja. Ist wie in der Schule. Nichts man den Schülern, nichts macht dem Lehrer, sortier später. Nichts macht den Schülern mehr Spaß, als den Lehrer zu verbessern. Ja. Das ist wohl wahr. Hi. Gott sei mit dir. Reparatur. Gott über dich wachen. Ach, wenn ich jetzt nicht so faul wäre, ne? Eigentlich hätte ich das selbst machen müssen, um Schneidern zu leveln. Und ich glaube, ich habe doch auch schon diesen einen Skill, wenn ich selber flicke. Irgendwie nochmal Charisma-Bonus oder sowas in dem Dreh. Oder Verteidigungsbonus. Irgendwas war doch da. Kommt nur näher, Freunde. Du bist ja immer noch hier. Jetzt wissen wir auch, wie das mit Herrn Ratzig seinem Gaul passieren konnte. Gott sei mit dir. Ich war beim Pfarrer. Ich war beim Pfarrer. Und was hat er gesagt? Wird er kommen und mein Haus mit Weihwasser reinigen? Er hat sich gefragt, ob du mir die ganze Wahrheit gesagt hast. Ich habe dir schon alles gesagt. Der Gaul, der da steht, ist meiner. Das ist Binky. Den haben wir vorhin da abgestellt, Rivebo. Achso, da warst du vielleicht essen. Aber wir hatten immer bei Ledetschko, bei der Flussüberquerung, wo auch der Typ ist, wo man Bogenschießen üben kann. Da stand ewig in 3 Tage Herrn Ratzig sein Gaul rum. Ja, mit Einschüchtern haben wir eigentlich die größten Werte. Aber das ist, glaube ich, nicht das so. Ich probiere es mal mit Überredung. Ich bin mir sicher, du hast mir nicht alles gesagt. Lief da etwas zwischen dir und Alois? Also gut, es bringt ja doch nichts. Ich war verwitwet. Und Lara nicht die Art von Frau, die ihrem Mann Freude bereitet. Alois und ich, wir kamen uns näher. Also Unzucht? Wenn du es so nennen willst. Hin und wieder fanden wir Trost in den Armen des anderen. Lara fand es heraus und regte sich auf. Sie zankten sich. Den Rest kennst du. Ja. Tommy, mach's gut mal lieber. Danke für deinen Einsatz. Mordliebe bekommst du natürlich auch von mir. Schlaf gut und dann bis Freitag. Ne? Diese Woche Freitag ging's noch und dann bist du erst danach die Woche Freitag wieder da. Ne? Hast du ja vorhin noch erzählt. Und schlaf gut. So, ich meine, klar, sie hätte nicht wissen können, wie es endet, aber auf der anderen Seite hat sie ja gesündigt und wir sollen sie ja jetzt dazu bringen, dieses Bußekreuz aufzustellen. Du hast eine Teilschuld am Tod von Alois und Lara. Jetzt weiß ich, warum er dich heimsucht. Ich weiß. Ich denke jeden Tag daran, seit er gestorben ist. Obendrein hat er ja zwei Kinder. Ich nehme an, seine Kinder wissen nichts davon. Sie sind jetzt erwachsen. Aber du hast recht. Sie wissen nichts. Glaubst du, es würde helfen, ihnen alles zu beichten? Vielleicht würde Alois dann seinen Frieden finden und mich in Ruhe lassen. Das könnte wiederum zu weiteren Konsequenzen führen. Sollen die Kinder lieber glauben, dass die Mutter einfach nur so wahnsinnig war? Ich meine, die war sowieso nicht die tollste, ne? Nee, ich glaube nicht, dass das nötig ist. Sie soll es nicht beichten, sie soll ein Sühnekreuz aufstellen. Aber
Aber es ist, da das Spiel verarscht einen da auch gerne mal, ne? Soll sie beichten, komm. Du bist auf dem rechten Weg. Sag ihnen die Wahrheit, bereue deine Sünden und errichte ein Sühnekreuz. Du hast recht. Ich werde es ihnen sagen, auch wenn sie mich danach hassen werden. Ich will nur endlich wieder gut schlafen. Hier ist etwas Geld. Geh zum Steinbruch und gib ein Kreuz in Auftrag. Wenn es nicht für Johanka wäre, ne, dann also, da hätte ich gesagt, beweg dich selbst, du blöde Kuh, ey. Also gut. Bei Thalberg der Steinbruch, wa? Dann viel Glück. 10 Groschen nur? Ich musste 160 für die scheiß Kirche bezahlen. Also für die Steine dafür. Du bist der gute Heinrich. Ja, ich weiß. Erinnere mich nicht dran. Ich will nicht mehr dran denken. Ich glaube, wir kommen heute nicht dazu, die Ruine zu suchen. Oder ich muss doch wieder länger machen. Und gleich ist es dunkel, wa? Weil ich Glück habe, sind sie noch ansprechbar, die Steinmetze. Ach komm, ich penne am besten gleich hier in der Burg. Ja, wir haben auch kaum noch Energie, weil wir die Nacht durchmachen mussten. Wir haben schon die ersten Müdigkeitserscheinungen. Er wankt auch schon so ein bisschen. Nehmen wir es einfach gleich hier pennen. Übrigens, Leute, ich habe eine Frage an euch. Was würdet ihr davon halten, bevor wir dann storytechnisch ins Kloster reingehen? Also bevor wir für die Hauptstory ins Kloster gehen. Wollen wir es nochmal einen Stream lang so machen, dass ich durch jedes Dorf und jede Stadt nochmal gehe und wirklich jeden anspreche, um nochmal alle Nebenquests zu triggern, die ich dann damit hoffentlich triggern kann? Beziehungsweise da könnt ihr dann vielleicht auch nochmal euer Wissen dann mir mitteilen, im Sinne von, geh mal dahin, quatsch mal den an. Nicht sagen, was für eine Quest und wie man die lösen kann, sondern dann, da könnte es noch eine Quest geben. Ich glaube, wir können doch auch im Journal, müssten wir doch, genau, wir können hier alle Erledigten auch nochmal nachgucken. Für die unter euch, die dann auch immer wissen, wie die Quests heißen, da gibt es ja einige von euch. Da können wir es dann nochmal abgleichen, abstecken. Also hier Nebenquest oder Hauptquest, okay, also dann in dem Fall Nebenquest. Aber die sind noch nicht mal alphabetisch sortiert, wa? Ach du Scheiße. Das ist sicher dumm und dämlich. Ja, Unkraut habe ich verkackt, warum auch immer. Vielleicht, weil ich im Dunkeln gejätet habe. Das Turnier, komm, du kannst nicht bei jedem Turnier dabei sein, ist ehrlich. Ey. Finde ich nicht schlecht. Und die Brotfrau nochmal anschreien. Verprügeln, wer doch. Ja, natürlich, anschreien nur. Bin kein Fan davon, weil ich ziemlich sicher bin, dass keine Nebenquests verloren gehen durchs Kloster. Aber ich dachte mir halt, weil ich doch gesagt habe, wir machen erstmal noch die ganzen Nebenquests, bevor wir ins Kloster gehen. Weißt du? Oder willst du damit eher andeuten, dass ich nach dem Kloster weitere Nebenquests bekommen könnte? Die dann halt erst nach dem Kloster getriggert werden können. Mist, ich hätte länger schlafen sollen. Die im Steinbruch fangen ja nicht automatisch an zu arbeiten, nur weil hell ist, ne? Und wir müssen dringend was essen, sogar zweimal jetzt mittlerweile. Vielleicht auch nur einmal. Mal gucken. Ne, maximal 25 hatten wir einmal bekommen, stimmt. Du hattest irgendwann mal gesagt, dass du irgendwo gehört hast, dass durch den Klosterquest andere Missionen vorbei sind. Nee, das nicht. Sondern, dass nach dem Kloster wohl nicht mehr so viel Story kommen würde, hieß es. Als wir mal jemanden geradet hatten, der das Spiel ebenfalls gespielt hat, und der war halt schon im Kloster. Als wir ihn dann gerade geradet hatten. Der hat dann auch gefragt, wie weit wir sind und da habe ich ihm das gesagt und da hat er gemeint, ah, okay, nach dem Kloster kommt er nicht mehr so viel, weil er schon einen zweiten One gerade hatte. Ich will halt eher vermeiden, dass wir dann irgendwelche Quests dann vielleicht nicht mehr triggern. Natürlich haben wir jetzt hier gerade ein Problem. Ich muss ja sowieso noch ein bisschen warten, ne?
bis die arbeiten gehen. Und die jetzige Frage ist eigentlich, Rivebo, ob denn die Story im Kloster weitere Nebenquests außerhalb vom Kloster triggert oder nicht. Also, dass ich die erst triggern kann, wenn ich im Kloster gewesen bin. Aber dann gehen wir zuerst ins Kloster, jetzt ehrlich. Aber natürlich machen wir jetzt nur noch die Nebenquests, die wir schon angenommen haben. Ach, jetzt ist der Top natürlich leer, natürlich. Ah! Aber im Dorf gibt es doch schon noch was, oder? Warte mal, hier können wir es nochmal waschen. So. Matthias, mach's gut, mein Lieber. Danke, dass du da gewesen bist. Dir auch noch eine schöne Restwoche und wir sehen uns bestimmt am Freitag wieder. Ich reite dahin. Naja, siehst du, Rivebo, dann kann es ja eigentlich nicht schaden, wenn ich vorher nochmal alle Nebenquests mache, oder? Ich habe nämlich auch so ein bisschen die Befürchtung, dass es im Kloster sehr viel Gequatsche sein wird. Also sehr viele, viele Dialoge, meine ich. Und da möchte ich lieber vorher noch ein bisschen Action erleben. So ein bisschen wie damals im echten Leben. Bevor du ins Kloster gehst, willst du nochmal richtig leben, ne? Meine gut, es könnte natürlich auch sein, dass es dann vor allem im Kloster dann richtig Keilerei gibt. Oder wegen dem Kloster, dass man da ständig auf Mission geschickt wird. Weiß ich ja alles nicht. Ist halt, wie gesagt, mein erster Mann. Muahaha, sagt Morgoth. Quietsch. Kloster-Life, Sack-Life. Genau, nochmal richtig Hörner abstoßen gehen, weißt du? Und vielleicht auch noch heiraten wäre ganz praktisch. Also die Theresa. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich... Sühnekreuz. Ich möchte ein Sühnekreuz errichten lassen. Wie viel kostet das? 10 Groschen. Wir haben sogar eins vorrätig. Wenn du gleich zahlst, können wir es sofort aufstellen, wo du willst. Hier, bitte. Hm. Mach's gut. Wie gut, dass er jetzt weiß, wo es aufgestellt werden soll. Oh. Was meinst du? Der Helm ist weg! Nein, davon gehe ich nicht aus. Oh, ich fühle mich so leicht, als könnte ich davon schweben. Endlich habe ich meinen Frieden. Tja, also nach meinem bin ich noch auf der Suche. Mit der Vergangenheit abzuschließen ist nicht leicht, aber das weißt du ja besser. Hier ist ein Ring, den mein Ehemann mir hinterließ. Ich weiß nicht, woher er ihn hatte, aber er könnte vielleicht was wert sein. Nimm ihn, als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich habe gern geholfen. Hab Dank. Und Gott sei mit dir. Mit dir auch. Ich hoffe, dass du endlich wieder ruhig schlafen kannst. Abgeschlossen? Keine Folgequest? Abgeschlossen, ja? So. Heinrich ohne Helm, ja. Und mit anderer Frisur, als er sie ursprünglich hat. So. 15 Charisma. Oh, ein bisschen Charisma mehr. Dann nehmen wir den. Ist der Heiler? Der ist Heiler. Dann kommt der in die Satteltasche. Haben wir eigentlich immer noch Biancas Ring? Frag für einen Freund. Oh, und wir haben auch wieder Ohren abzugeben. Einige. Ah nee, Biancas Ring, warte mal, den haben wir doch... Hab ich den Theresa geschenkt damals, ohne dass sie weiß, dass der von Bianca war? Ich glaube, ne? Den haben wir Theresa geschenkt, glaube ich. Ich glaube, da war irgendwas, wo ich noch so Gewissensbisse hatte, so ein bisschen. Gut, ab nach Sasau. Rüstungen reparieren und nochmal gucken beim Otto, ob der nicht vielleicht einen Helm für mich hätte, mit dem ich... mich zufrieden geben würde. Von den Werten her und ohne Visier. Eine Leiche, natürlich. Wo? Lol. Moment mal.
An der Stelle hier haben wir doch gegen die drei gekämpft. Jetzt mal ohne Scheiß, wo ist hier die Leiche? Hä? Da läuft auf jeden Fall schon mal der wahrscheinliche Mörder, aber ich sehe die Leiche nicht. Hier unten irgendwo? Nö. Wo ist der Typ jetzt hin? Rivebo, bitte zurückhalten. Ich mach das schon. Hallo? Ich will mit dir. Hallo? Ich würde gerne. Pass doch auf! Sakra! Was zum... Du... Wachen, kommt her, rasch! Da drüben ist ein Dieb! Auf ihn! Hilfe! Verhaftet den Dieb! Hier! Hilfe! Keine Schatzkarte. So, jetzt aber Leiche, ne? Soll eine Leiche gewesen sein. Moment, machen wir gleich. Hasenfußball ist immer so toll hier in diesem Spiel. Hier oben auf dem Weg hat er angehalten, hat gemeint, da liegt eine Leiche. Komm, Herr Großer. Ich bin blind. Mal so. Na los. Nein, da unten liegt jetzt keine Leiche. Ich hab den ja nur bewusstlos geschlagen. Ja, wer hätte es gedacht? Er findet nichts. Vielleicht weiter oben? Ach, da ist eine Leiche. Guck mal. So, Groschen nehmen wir. Geld! Ich will dein Geld! Ich glaube nicht, Tim. Also, ja, Sasau. Ja, so viel zur Action vor dem Kloster, ja. Ich weiß auch nicht, was da los ist in letzter Zeit. Bin ich OP mittlerweile oder was? Also bin ich zu stark für die? Weiß es nicht. Ach nee, Quatsch. Otto war ja... Otto war, wo war das? Otto war da. Das ging auf jeden Fall schnell. Hey Otto! Willkommen, Heinrich! Ich stand immer noch, dass er mich so freundlich begrüßt dafür, dass wir ihn haben verlieren lassen. Schönen Tag. Verlieren lassen? Wir haben ihn verlieren lassen. Nee, haben wir nicht, anscheinend. Ich hab die Quest ja übersprungen. Stimmt.
weil mir das eh nichts gebracht hätte. Und stattdessen haben wir ja dann den Waffenschmied genommen aus dem Dorf hier. Gott sei mit dir. Ah, immer alles. Außer den Bogen und die Kettenhaube, weil die sind noch fit. So, dann Handel. Was hast denn da? Wieder nur mit Visier. Selbst die sind schon schlechter als das, was ich jetzt habe, ne? Hier ist ein 20er, aber hat auch wieder ein Visier. Der hat dieselben Sachen da wie der aus Ratai, sehe ich das richtig? Wait a moment. Kann es sein, dass Otto und der Schmied aus Ratai sowohl dasselbe Vermögen als auch dasselbe Inventar haben? Dass das gar nicht zwei verschiedene sind? Eieieiei. Wie viele Werte hat das hier? Viel zu schlechte Werte. Nee. Ist die hier besser? Nö. Besser. Oh, hier ist er besser. 23? Nehmen wir. Nee, wir haben schon was Besseres. Moment, aber hier auch nicht. Kettenbeinlinge auch nicht. Nee. Helly R. Grüß dich auch bei uns auf Discord, falls du gerade bei uns zuschauen solltest. Quatsch. Zurück. Hier. Für 2,9, da wird gefeilscht. Reden wir über den Preis. Und Inflation herrscht. Wie wär's damit? Das ist zu wenig. Nee, Quatsch. Das war nicht Inflation. Sonst hätte ich ja hochdrücken müssen, den Preis. So? Ja, das ist so. Na süße. Haben wir ein paar hundert erspart. Dann ziehen wir die an. Die gehen erstmal in Biggies Inventar. Und irgendwann mal denke ich dran, das zu reparieren und zu verkaufen. Hat du was zu essen da drin? Ist ja fein. Hunger haben wir auch. Guten Appetit. Dankeschön. Nächstes Mal mit Schaf. Entschuldigung. Keine Ahnung, warum ich das jetzt gemacht habe. Köstliches Schmalz. Ach, da bist du. Ein Genuss und perfekt zum Anbraten. Ein Genuss für euch und die Familie. Triebe habe ich auch. So, wo geht's denn da lang? Wir können hier unten an der Gerberei vorbei. Dann dem Bach entlang. Er hat irgendwas mit Bach gesagt, ne? Und dann muss man da irgendwo gucken. Wenn ich Pech habe, ist das Lager wieder bewohnt. Bulli-Parade, Flashback. Wir haben bestellt, gefühlt, Dunfisch. Ach ja, die Bulli-Parade. Das ist auch schon lange her, ne? Ich habe mir noch gar nicht dieses LOL von ihm jetzt angeguckt, von dem Bulli Herbig. Soll wohl gut sein, wurde mir gesagt, aber geschaut habe ich es halt noch nicht. Ja, natürlich ist das nicht der Weg, den ich hätte gehen sollen. Dann gehen wir nochmal zurück. Ja, wir sind vollkommen falsch abgebogen. Ich will nochmal betonen, ich habe eine Orientierung wie eine Kartoffel. Ich weiß, wo es nach unten geht, das reicht. Eines wert. So, Achtung, Platz der Mazda. Quietsch! Boah, das war mal ein langer Bremsweg. Ja, ich muss darüber. War mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. So. Ja. Nur aber Vollgas hier. Hier wären der Steinbruch, das Moor. Und wo ist der Bach? Der kommt doch. Der ist sogar auf der Karte eingezeichnet. Wer hätte es gedacht? Hier ist das Moor.
Hier ist der kleine Feldweg. Der wiederum führt zum Bach. Dem Bach muss man folgen und dann weiß ich nicht mehr. Das ist nicht der Bach. Ach, der Weg geht weiter. Duck dich, Heinrich. Duck dich, Heinrich. Klong. Ich hab dich gewarnt. Also muss ich bestimmt hier nach oben. So, und jetzt geht's nicht mal mit dem Pferd, hat er gesagt. Dann hätte er einen Esel gebraucht. Folgen wir also mal dem Bach. Bis wir unten einen Hinweis finden. Aber vorher, liebe Leute, spreche ich nochmal eine Warnung aus. Macht mir das mit dem Rauchen nicht nach. Es ist sowieso ungesund und teuer und ich habe ein extra Emote dafür. Und mir fällt gerade noch ganz sporadisch ein. Ich frage mich gerade, wo meine Nachbarin bleibt. Ich habe noch ein Paket von ihr angenommen. Nicht, dass ich das Klingeln nicht gehört habe und die sich jetzt ärgert. Da muss ich morgen mal bei ihr klingeln. Ach, guck mal, einer schau. Echtes Heinrich, es ist eine Stufe zum Drauftreten. Echtes Heinrich. Kein Hut und der Weg hört auf. Ah. Steht in der Questbeschreibung. Hat er mir da irgendwas gesagt noch zu? Wenn ich diesen Bach bergauf folge, sollte ich irgendwann auf einen Waldpfad stoßen, der direkt vom Bach am Bach beginnt. Pavel hat dort seinen Hut verloren. Dieser Pfad führt tiefer in den Wald hinein und zu einer verlassenen Siedlung. Okay. Das ist dann wohl nicht das Ding hier. Gehen wir mal zurück zum Bach. Und es ja aussieht wie ein Waldpfad, ne? Ne, wo war das hier? Stufen. Oder ich muss einfach weiter höher. Na gut, ich gehe mal ganz oben gucken. Vielleicht ist da schon diese Siedlung, die verlassene. Ich meine, gut, ich könnte auch wieder den Hund losschicken. Ach, ich sehe da hinten den Pfad, glaube ich. Das ist der Fluss. Ah, ich komme hier auch gar nicht hoch. Na gut. Folgen wir den Bach. Schön anstrengend. Bis zum Pfad ist es bestimmt noch ein gutes Stück. Ich krieg noch eine drauf heute. Ah, du hast noch den Suchenbefehl drin, wa? Stimmt, großer. Interessanter Ort hier. Ach, ich kann mich hier setzen und ausruhen, oder wie? Und du? Ja, nur sitzen wir. Könnte ich lesen. Bei Regen. Okay. Danke für den interessanten Ort. Oder ist hier irgendwo eine Kiste versteckt? Hm? Die Kram kann ich auch nicht. So, und jetzt sagen wir ihm aber erstmal, er soll nicht suchen. Naja. Ich will das ja immer selber rausfinden. Lauf frei. Komm mit. Ja. Okay. Hallo, Wersch. Aber nur mal so by the way, ne? Es sieht schon echt hübsch aus. Da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Die Entwickler, meine ich.
das alles so zu gestalten und begehbar zu machen. Ah, warte mal. Nee, doch nicht. Hab mich mal geguckt. Ah, Anzeichen von Zivilisation. Mit Blut. Ah, hier dürfte der gute Pavel gestürzt sein. Sein Hut. Kann der was? Aus mal 18. Na gut. Und Schnaps. Natürlich. Warum ist Pavel wohl gestürzt? Zu dem Lager, wo wir schon mal waren. Ja, aber die Befürchtung, es ist bewohnt. Oder ich habe den Schatz schon gefunden und irgendwo verhökert und weiß es nicht mehr. Oder ich konnte die Truhe damals nicht öffnen. Das kann auch sein. Weil Schlösserklacken Level 15 nicht erreicht war. Da brennt ein Feuer. Du bleibst hier. Warte hier auf mich. Bleib. Gut, ich glaube nicht, dass ich befürchten muss, so schnell gehört zu werden. Ein wilderer Lager und keiner ist da. Hallo? Ach doch, da. Hi. Bilderst du etwa? Nein, ich schiebe Wache wegen der Kurmanen. Du hältst also nach Kurmanen Ausschau? Ja, allerorts treiben sie ihr Unwesen. Hast sie bestimmt auch gerochen. Bedauere, ich habe keine Kurmanen gerochen. Du kennst nur ihren Geruch nicht. Kurmanen riechen nämlich ziemlich eigen. Wie muffige Füße und Heidelbeeren. Weißt du, ob hier irgendwo eine verlassene Siedlung ist? Ja, und zwar am Ende des Waldpfads. Wenn du ihm folgst, kannst du diesen rätselhaften Ort nicht verfehlen. Ich sah einige Söldner in die Richtung gehen. Vermutlich jagen sie Kurmanen. Da bin ich dann schnell weg. Naja, ich bin halt ein Feigling. Ich beobachte so etwas lieber aus sicherer Entfernung. Ja. Ist ein Feigling, weiß es, sagt es und will aber Wache halten gegen Kuaman? Was ist an diesem Ort so rätselhaft? Es gibt ja viele Hohlräume von den Menschen, die dort einst lebten. Du musst einfach nur ein Ohr an die Steine halten und ihnen ganz genau zuhören. Verstehst du? Nein, aber ich kann es mir vorstellen. Selbst die Äste flüstern manchmal. Alter, was hast du geraucht? Hast du noch was davon? Um wen der Söldner kann ich jetzt nicht mehr fragen. Toll. Umgestürzter Baum. Hunger? Na, geht so. Vor die Feldschicht in den Jahren 1355 und 1306. Was? Ah, okay. Lass mich raten, jetzt führt das da hinten hin zu dem Lager, wo ich auch schon war? Ah, nee. Doch. Ich dachte gerade, hier sind schon Ruinen, aber es sind Steine. Die Stelle für den Rückweg merken. Aha. Hab ich auch nur Fackel. Kann man die anzünden? Oh, dann kannst du einfach wegnehmen. Ist die jetzt auch wieder als gestohlen markiert? Fragt auf ihren Freund. Nein, ist sie nicht. Okay. Ah, ja.
mal drüber laufen. In Real Life nicht, nur hier im Spiel. In Real Life esse ich höchstens Hasen, aber töten nicht. Und natürlich nur die, die von selbst gestorben sind. Tot und ausgeraubt. Der Hund ist weg, ne? Ja. Sollte vielleicht... Warte, steh wieder auf. Nochmal speichern. Zum Glück sind wir mittlerweile trinkfest. Nicht wundern, dass ich ab und zu mal stehen bleibe. Ich versuche dann immer ein bisschen wegen der Bewegungsunschärfen, die ich hier manchmal auf dem Monitor habe, einfach... schon mal aus der Entfernung zu sehen, ob ich irgendwie was Verdächtiges sehen kann. Da ist noch eine Leiche. Und Hase. Was ist dir passiert? Man fühlt sich irgendwie sicherer mit Bogen in der Hand, ne? Was geht doch wirklich zu dem Lager da hinten? Ja, es geht wirklich zu dem Lager. Okay. Also war ich damals, wo ich hier auf Jagd war. Oder auf Schatzkartenaufklärung. Definitiv schon mal hier. Ja, es sind die Ruinen. Endlich geschafft. Da liegt noch einer. Direkt vor mir liegt auch ein Schild. Man kann nichts machen bei ihm hier. Hier ist ein Schild. Gewöhnlich nur. Sieht gar nicht gut aus. Wieso kann ich jetzt bei dem dann nichts machen? Das ist eine Sasauer Wache laut Waffenrock. Ich hab das Farbschema von Sasau an. Keiner da. Oh, doch. Romane. Pack daneben. Oh, hi. Au. Scheiß Busch. Aua. Alle. Lass uns verkämpfen. Hält aber was aus. Mann! Natürlich. Überraschungsmoment vorbei. Au. So. Oh, komm schon. Kipp um. Kipp um. Mist. Okay. Ich hoffe, du bist der Letzte. Gut. Ja, war der Letzte. Eins der Probleme, was ich immer habe mit dem Bogen... Heinrich braucht noch echt lange, den zu spannen. Das nehmen wir. Das Holzschild könnte man auch noch nehmen. Weil in einer Sache wurde ich auch einmal gespoilert, dass man... später mal eine Mission bekommt, wo man sich in ein Command-Lager reinschleichen kann oder muss. Und dafür halt wiederum kommandische Ausrüstung braucht, weil man sonst zu schnell entdeckt wird. Wo mir jetzt gerade einfällt. Damals in Pribislavitz. Ah nee, Quatsch, das waren keine Command. Das waren ja Command und Banditen. Stimmt. Okay, das nehme ich mal mit. Für alle Fälle. Welche Werte hatten das? 115. Naja, besser als nix. So, das kann ich jetzt nicht ins Ding stecken. Muss ich wieder hier rein. So, und jetzt so.
So, mal ein bisschen aufgeräumt. Auch 115. Oh, eine Wurst nämlich. Eine Wurst ist nochmal gut. Oh, der Fleisch hoch. Das ist ein Bogen, der da liegt. Ach, da liegt der zweite. Dietriche. Kriegshammer mit Dornen. Ich glaube, der Streitkorn des Vogts war besser. Aber ich guck nochmal vor sich selber. Ja. Schon, da hängt einer in der Luft. Leichte Lamellenrüstung, kumanischer Bogen. Zierter kumanischer Shishak. Oder auch Shishak vielleicht. Stiefel. Man könnte hier so viel noch mitnehmen, aber ich brauch's nicht mehr. Na klar, ich hätte es auch anders schaffen können, im Dunkeln herkommen, Gift rein und warten. Interessanter Ort gefunden. Oh, gut. Ach, schlafen könnte man jetzt ja auch. Ich kann nicht näher ranzoomen. Weißt du, da ist noch irgendwo eine Höhle? Da waren wir aber schon mal dran, / drin. Ist hier noch irgendwo was da? Warte. Ach, Brennnesseln, toll. Mach mal Licht. Wären das jetzt die Söldner gewesen, die ja hier auch noch irgendwo sein sollen? Dann hätte ich die nicht einfach so angegriffen. Ich hätte erstmal geguckt, ob ich die belauschen kann. Sag mal, wo ist denn jetzt hier der Eingang? Das Versteck von irgendjemand anderem. Ach, er selbst ist es. Lazarus nimmt er gerne und König Sigismund von Ungarn Schmalz. Ja gut. Ist halt Schmalz. Das Versteck von irgendjemand anderem. Das war jetzt echt purer Zufall, dass ich das gefunden habe, glaube ich. Siehst du, vielleicht noch in der Ruine? Ne? Um drauf? Unisch? Ah. Höhle ist jetzt von mir aus gesehen links. Das ist doch irgendwo da unten. Ach, Heinrich. Der den so an. Mann. Hä? Oh.
Jetzt wieder rechts von mir. Okay. So, hier hinter irgendwo. Ah! Ich würde schon gern die Leiter nehmen. Ah, danke. Das Versteck war nicht übel. Ja. Das war echt Zufall, dass ich das gefunden habe. Ich mach mal vorsichtig bei denen hier. Ach so. Vielleicht sollte ich auch nochmal speichern jetzt nach dem Kampf gegen die Kumanen. Vielleicht machen diese Söldner auch gemeinsame Sache mit den Kumanen. Geht's wieder nach oben? Was ist unter dem Haus? Da ist noch eine Kiste. Kerze? Federn? Nehme ich erstmal mit. Vielleicht muss man damals ein Rätsel lösen. Bin ich falsch? Weiß ich nicht. Ob du wirklich falsch bist. Ich habe noch nie im ganzen Spiel über noch nie andersfarbige Federn gefunden. Das ist ein riesiger Schatz. Gut, der sieht ein bisschen tot aus. Okay. Kann ich hier noch was untersuchen? Ne. Soll in einem der Häuser versteckt sein. Ich weiß leider nicht in welchen, daher bleibt mir nichts anderes übrig, als das Auge offen zu halten. Ach, Riley, okay. Also, die Richtung, das Haus war schon mal nicht. Also muss es ja hier noch mehr Häuser geben. Es war das hier, ne, wo wir jetzt drin waren. Warte. Von hier aus durchluschern. Da die Kiste sehe. Okay, ich kenne mich selber, ich backe hier bloß wieder irgendwo fest. Ich glaube, das war die. Hütte. Da ist noch eine Hütte. Oh, gehen wir doch einfach mal rein. Ja, moin. 1800 Groschen. Ein ganz schöner Batzen. Ja. Und der Dolch ist auch da. Wahrer Schatz. Aber der Dolch ist halt nur ein Questgegenstand, weil er will den ja wieder haben. Ja. Okay. Entscheide, wie du hinsichtlich des Schatzes verfahren sollst. Ja, machen wir. Den geben wir ihm. Hat er jetzt Hunger? Na, ja, immer noch nicht so richtig. Na gut. Du und du, alle beide. Ja. Achso, Moment, loben? Fein. So, ja, fein, oh, da dürfen wir eine Matronenflüstern gelevelt. Ja, sehr schön. Spezialisierung aber nicht. Na gut. Dateiturnier, ach leck mich. Entschuldigung. So, zurück zu Pavel. Wer ist jetzt hier in Sasach? Ach so, ja, klar. Ja. Ja, 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 ja. Er ist ein Sasau. Ja. Alles gut. Da, 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 da. Jinjujun. Ja.
Platz da. Diesmal weiterreiten, Robin. Nicht wieder links abbiegen. Da kannst du links abbiegen. Gucken, ob er jetzt ansprechbar ist noch. Ansonsten müssen wir halt hier die Nacht wieder verbringen. Das sieht aber gut aus. Es sind noch ziemlich viele wach hier. Ich frage mich, ob der Herr vorne und zu, der mit Würfelspiel aufhören sollte, hier wieder spielt. Ich sehe ihn nirgendwo. Okay. Warte mal. Pavel. Das ist Vitos. Aber wo ist Pavel? Pavel ist drin? Du bist nicht Pavel, oder? Nee, du bist nicht Pavel. Wo ist denn Pavel? Ich habe die Befürchtung, er schläft schon. Aber ich darf hier rein. Ich darf ihn ansprechen. Er ist sogar noch ansprechbar. Ich habe Neuigkeiten. Ich habe nach deinem Schatz gesucht. Und, hattest du Erfolg? Ich habe ihn gefunden. Man könnte auch lügen, aber das macht nicht der gute Heinrich. Das würde der Evil Heinrich machen. Aber wirklich Geld. Und zwar eine ganze Menge. Und den Dolch fand ich auch. Als du meintest, dass du mit dem Geld etwas für das Gemeinwohl tun willst, was hattest du da im Sinn? Die heilige Jungfrau Maria erwählte Sasau als Ort ihrer Offenbarungen. Daher sollst du das Geld in Sasau spenden. Im Rathaus oder in der Kirche St. Martin. Beide Orte sind für mich bedeutsam. Und ich weiß, dass die Spende bei Vogt Haschek oder Pater Fabian besser aufgehoben ist als zum Beispiel im Sasauer Kloster. Und was ist mit der Krankenstube? Das war auch gerade... Heinrich, also weißt du, wir beide, ne? War mein Gedanke. Danke. Die Krankenstube, in der Johanka arbeitet, nützt auch dem Gemeinwohl. Gewiss. Aber für die Finanzen der Krankenstube ist das Kloster zuständig, das in dieser Hinsicht nicht zu glänzen weiß. Ja. Johanka wird nicht begeistert sein, weil man könnte das Geld ja auch Johanka geben, damit sie es wiederum für die Krankenstube aufwenden kann. Statt das Geld dem Kloster zu geben. Johanka und den Verwundeten musst du dann aber selbst sagen, dass du ihnen nicht hilfst. Nur weil du Angst hast, das Kloster könnte dein Geld in neue Baugerüste stecken. So meinte ich das nicht. Es ist nur so, dass ich als Stadtrat von Kolin Besitzstreitereien mit dem Kloster hatte. Und wegen deines persönlichen Grolls verweigerst du meinen Skalitzer Nachbarn und Johanka die Hilfe? Denkst du wirklich, der Klostermeier wäre so knausrig, nichts abzugeben? Das Rathaus oder die Kirche wären mir lieber. Aber du hast wohl recht. Wenn es sein muss, kannst du das Geld dem Kloster spenden. Dann viel Glück. Aber kann ich das nicht einfach Johanka geben und sie verwendet es dann richtig? Oder aber, während ich es spende, kann ich dem Klosterschulzen dann irgendwie nochmal richtig einbläuen. Der soll verflucht nochmal daran denken, dass die auch was brauchen. Möhrchen, Hallöchen. Wie geht's dir? Und wisst ihr, was ich jetzt gerade sehe durch Zufall? Wir hatten doch mehrmals die Diskussion, zu welcher Zeit spielt dieses Spiel hier eigentlich? Ich glaube, wir bekommen Besuch, Sire. Fenrir! Grüß dich mit 29 Zuschauern. Was ist denn bei dir abgegangen, mein Lieber? Schwer zum Gruße, Bruder. Na, wie lief deine No-Death-Challenge? Nicht Valence. Challenge, wollte ich sagen. So, erstmal Schwert, Zorn, Gruße, Skull. Und kriegt der liebe Fenrir auch bitte mal einen Shoutout? Pestdoktor, grüß dich, hallöchen. 3 Raids gehabt. Du hast immer so ein Talent dafür, ne? Lief alles gut, nicht gestorben? Sehr schön. Und da, liebe Zuschauer, für die unter euch, die den Fenrir noch nicht kennen, da ist jetzt ein Link von ihm. Ist mein Schwertbruder, von daher uns gibt's nur im Doppelpack, beziehungsweise seit einiger Zeit auch im Dreierpack mit dem Einzigartig dazu. Er ist ja unser dritter Schwertbruder. Und jeden Freitag streamen wir zusammen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Und vielen, vielen lieben Dank für deinen mega fetten Raid. So, aber jetzt schlafen. Genau. Da Schankmeitsch.
Grüß Gott. Wie kann ich zu Diensten sein, edler Ritter? Bett. Schnell. Hast du ein Bett? Natürlich. Für wie lange? Eine Nacht reicht. Nur die eine Nacht. Gut. Bezahlung im Hast du eben schon erwähnt. Na, ich hab's nochmal für diejenigen in meinem Lurk-Bereich erwähnt, die dich vielleicht noch nicht kennen. Vielleicht mich auch nicht, weil heute ist es ziemlich hin und her schwankend, dass immer wieder mal im zweistelligen Bereich die Leute reinkommen und wieder gehen und wieder reinkommen und wieder gehen. So. Hier, dein Geld. Du hast... Das gute alte Rein-Raus-Spielchen, kennst du doch. So, möge Gespräch Gott beenden. Mit dir sein. So, dann da nach oben. Wir kennen uns ja hier schon aus. Jetzt im Endeffekt, ich hätte doch eigentlich mal ein Dauerzimmer mieten sollen, ey. So oft wie ich hier penne. So. So. Und. Gut. Nacht. Ich mach mal ein bisschen länger, weil Johanka ist, glaube ich, nicht schon ab Sonnenaufgang am Arbeiten. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Wo eigentlich doch schon, ne? Sonnenaufgang ist, glaube ich, immer am Beten. Leute, macht man es mit dem Rauchen nicht nach. Es ist sowieso ungesund und teuer. Und es gibt einen kostenlosen E-Mod dafür. Na, quatschen wir jetzt erstmal die Johanka an. Ich glaube, ich speichere mal vorher, bevor das nicht mehr rückgängig machbar ist. Ja, Rataya-Turnier immer noch. Oh, Facke, kannst du ausmachen, ist hell. So. Eine Frage, klappt das auch im Sprung? Nee, nicht wirklich. Nee, man muss davor stehen, schade. Na gut, ist noch nicht die Zeit für Cowboys, ne? Wir sind zwar 1403 anscheinend, aber ist noch nicht die Zeit. Ja, bei mir läuft auch ganz gut heute. Wir sind gut vorangekommen mit Nebenquests. Hab auch das ein oder andere Mal echt Glück gehabt, was so Stellenfinden angeht. Einmal wurde ich von Bauern richtig übel verprügelt, aber ich habe mich danach wieder gerecht. Und danach habe ich eigentlich jeden Kampf auch gewonnen. Den zweiten Kampf, der hätte besser laufen können, aber danach jeden Kampf gewonnen bisher. Halt dich von den Leuten fern, wenn du nicht weißt, wie man reitet, du Hornochse. Was willst du? Ich hab nicht mal einen Schritt gemacht. Ich sitze hier bloß auf dem Pferd. Ach, und ein Kuriosum hatten wir. Einer meiner Gegner, nachdem er ohnmächtig wurde und ich ihn noch plündern wollte, ist verschwunden. Und in-game ein paar Tage später ist er an einer ganz anderen Stelle plötzlich mit seiner Stimme und seinen Schritten im Audio da gewesen. Aber sein Modell hat gefehlt. Und erst als ich dann gegen ihn gelaufen bin, gegen seine Alpha-Wand, war er dann plötzlich wieder da, nachdem ich auf ihn eingeschlagen habe. Und dann habe ich ihn dann wiedererkannt. War auch, ja. Alles gefixt. Gar kein Problem. Ach, ich bin sogar zu faul jetzt, da manuell hochzureisen. Vielleicht finde ich noch einen Wanderer? Nee. Ich hätte manuell reiten sollen. Manchmal habe ich das echt kurioserweise, dass er ewig in 3 Tage laden muss. Ich frage mich auch, ob die Stunkmacher wieder auftauchen werden. Oder ob wir sie wirklich ausreichend eingeschüchtert haben. Ach, komm schon. Aufgehangen nicht, ne? Nee, hat sich nicht aufgehangen. Ach, das ist wieder nervig. Jetzt dauert es wieder ewig mit dem Laden. Ihr seht es noch nicht mal, wa? Achso. Gut. So. Ja. Werte Frau von und zu, heilige Jungfrau Johanka. Ich habe fertig. Quietsch.